Mit dem GT bietet Opel erneut einen Zweisitzer Sportcoupé an. Die Bezeichnung Gran Turismo verdient dieser Wagen nicht, aber sie erinnert an alte Zeiten. Zwischen 1968 und 1973 gab es schon mal einen Opel GT. Das war der erste Wagen in Europa, der in Serie produziert wurde, obwohl er als Prototyp vorgestellt wurde. Angefangen damit haben Chevrolet und Corvette, und die Ähnlichkeit zwischen diesen Wagen ist kein Zufall. Schließlich gehören beide zu General Motors. Nach dem Speedster, der dem Lotus sehr ähnlich sah, kommt Opel also auf diese Bezeichnung zurück, erinnert an frühere Zeiten und bringt seine eigene Version eines Vergnügungswagens heraus. Vom Design her ist der neue GT ein voller Erfolg. Die langgezogene Motorhaube und die runden Formen erinnern an die Coupés von damals. Die deutlichen Kanten und die Lufteinlässe geben dem Ganzen einen modernen Retro-Touch. Das Auto erinnert an keinen anderen Opel, doch die Identität der Marke kommt klar durch in der Optik und dem markentypischen Mittelfalz in der Motorhaube. Beim Entwurf solcher Nischenwagen, zu denen diese Art von Coupé gehört, haben die Designer weniger Auflagen als bei großen Serienmodellen, denn es ist nicht klar definiert, an welche Käufer man sich richtet. Sie können in ihrer Fantasie also freien Lauf lassen. An dem GT haben alle gebastelt. Er ist das Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit zwischen den Designstudios in England, Deutschland und den USA. In mancher Hinsicht erinnert das Auto an einen kleinen Corvette. Gelb lackiert ist das besonders auffällig. Eine weitere Neuheit ist der 2-Liter Turbo EcoTec Motor. Diesen Motorblock gibt es schon lange, doch er wurde mit einer Direkteinspritzung und einem Dreiecksdoppellenker ausgestattet. Er erreicht eine Leistung von 130 PS pro Liter. Das hat es bei Opel noch nie gegeben. Die Fahrgastzelle ist sehr spartanisch und erinnert an ein amerikanisches Modell mit dem raumeinnehmenden Mitteltunnel und dem kurzen Schalthebel. Ansonsten ist die Ausstattung komplett, doch Opel sollte einmal ein anderes Material als Hartplastik für die Innenausstattung verwenden. Dem GT mangelt es nicht an Argumenten, vor allem weil der Chassis stark verbessert wurde. Das Fahrwerk wurde versteift, der Schwerpunkt ist niedrig gehalten und die Frontheckgewichtsverteilung ist mit 51% vorne und 49% hinten perfekt. Das Problem des Opel GT ist, dass er der Nachfolger des Speedster ist, der ihm in vielen Punkten überlegen ist. Mit 13.095 Kilo im Vergleich zu 930 Kilo beim Speedster ist der GT weniger agil und trotz der zusätzlichen 65 PS braucht der Wagen 0,8 Sekunden länger als sein Vorgänger, um die 100 km/h zu erreichen. Auch die Spitzengeschwindigkeit ist geringer, nur 228 im Vergleich zu 247. Das gleiche gilt für das Fahrverhalten. Der Speedster war ein Präzisionsmodell, den GT aber sollte man nicht so hart rannehmen. Der Wagenkasten wackelt beim kleinsten Huckel und der vordere Teil des Wagens ist schwerfällig in langsamen Kurven und unangenehm leicht bei hoher Geschwindigkeit. Insgesamt ist der Opel GT mit seinem Look und seinem Motor ein Muscle Car im europäischen Stil, aber auf keinen Fall ein Sportwagen.